Bevor wir heute mit dem Podcast starten, eine ganz wichtige Sache, und zwar wir machen am Wochenende, am Sonntag, ein Live-Webinar zum Thema Businessplan und komplettes Schablonensystem von A bis Z, wie man seine eigene Dienstleistungsagentur gründen kann im Bereich Prozessdigitalisierung, digitales Marketing und digitaler Vertrieb. Das allerinteressanteste Geschäftsmodell aktuell, wo wir sehr viele Partner haben, die nach 3 bis 6 Monaten bereits über 100.000 Euro Umsatz machen und das bei 30-50% Marge oder sogar mehr. Klick also auf den allerersten Link, melde dich für dieses kostenlose Webinar an, sei unbedingt dabei. Es ist ganz wichtig für jeden, der unternehmerisch aktiv werden möchte, jemand, der ganz wichtige Fähigkeiten lernen möchte, jemand, der wissen möchte, wie man im zweiten Schritt sich sogar ohne eigenes Kapital an Unternehmen für Dienstleistungen beteiligt, also Consulting for Equity, und jeden, der auch später mal ein eigenes Unternehmen gründen möchte, der muss das verstehen, was wir diesen Sonntag live besprechen. Also melde dich an, sei dabei und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen auf YouTube, herzlich willkommen zum Unternehmer-Podcast auch. Das kommt wie gewohnt auf YouTube und sogar Podcast. Ich habe heute die Lisa und den Ricardo als Gast bei mir und wir werden über das Thema Unternehmertum sprechen, über das Thema Dienstleistungen, über das Thema Dienstleistungen skalieren. Und sie haben zwei Geschäftsmodelle, die aktuell sehr interessant sind. Seit circa 6-8 Monaten ist es ja noch verschärfter. Man weiß nicht, wie es wirtschaftlich weitergeht. Ein zweiter Lockdown steht potenziell an. Und deswegen muss man einige Dinge digital machen. Nicht nur neue Kunden digital gewinnen, sondern auch teilweise Mitarbeiter digital gewinnen. Denn ich weiß noch, circa vor einem Jahr, da war ich auf einer Messe. Das war die Internet World. Und da waren sehr viele größere Konzerne, sehr viele Unternehmen, auch viele aus Mittelstand. Und die hatten Stände und haben dann dort für neue Mitarbeiter geworben. Das wird es die nächsten Monate sicherlich nicht mehr geben. Und bevor wir jetzt anfangen, was ihr für ein Geschäftsmodell macht, wie ihr auch euer Geschäftsmodell in Zukunft weiter ausbaut, möchte ich kurz darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns gesehen vielleicht. Ricardo, erzählst du mal ganz kurz. Ja, das erste Mal, als ich mit dir in Berührung kam, war im Grunde genommen 2018 auf der Marketingoffensive. Und da hatten wir sogar das Privileg, sag ich mal, weil wir uns natürlich ein höheres Ticket gekauft haben, auch natürlich dir und den anderen Speakern deine Frage zu stellen. Und nach dem Event natürlich auch zu dir zu kommen und dir dann nochmal persönlich eine Frage zu stellen. Das war so der allererste Kontakt, den wir mit Karl hatten. Und bis dato noch keins. Und das war so der allererste Eindruck. Und von daher, das war das erste Mal, wo wir mit dir überhaupt in Berührung gekommen sind. Ne? Also ihr habt mich auch vorher nicht gesehen auf Social Media oder irgendwas. Also das war so der allererste Kontakt. Wie kamt ihr denn überhaupt auf das Event, auf die Marketingoffensive? War das durch eine Werbeanzeige? War das dadurch, dass ihr schon jemanden anderen verfolgt habt? Wie kam es da dazu? Ja, aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, weil wir jetzt sehr intensiv den Dirk Kräuter gefolgt sind, ganz am Anfang unserer Zeit. Und und durch die Marketingagentur, die auch damals mit Dirk Kräuter dann in Verbindung war oder ist, natürlich sind wir dann daraufhin da reingegangen in die Marketingoffensive mit der Hoffnung, dass wir weiter lernen können. Aber es kam einfach durch die Dirk Kräuter Schiene, ja. Okay, und was habt ihr damals für ein Geschäft gemacht, Lisa? Mhm. Ja. Wir haben damals Werbefilme gemacht, ne? Also in verschiedensten Bereichen, Produktvideos, Imagevideos für Unternehmen. Und genau. Das hatten wir dir ja, glaube ich, auch erzählt. Ne? Genau, das habt ihr mir dann erzählt. Dann ist der Kontakt für eine Weile abgebrochen. Mhm. Wie kam es dann zum erneuten Kontakt? Vielleicht du, Lisa. Ja, auch wieder durch den Tim. Ne? Also der Ricardo hatte weiterhin Kontakt mit dem Tim gehabt und hat dann irgendwann gefragt, glaube ich, was läuft, ne? Was machst du so und so weiter. Und dann ist der Tim mit uns in ein Gespräch gegangen, hat uns dann das ganze Thema Live-Building vorgestellt. Und ja, wir waren eigentlich begeistert, ne? Haben zwar noch 1-2 Tage drüber nachgedacht, aber haben uns dann sehr schnell entschieden, das mit euch zu machen. Und was hat der Tim euch denn dort gesagt, was ihr interessant fandet? War das eventuell eine Anpassung eurer Dienstleistung, Anpassung des Geschäftsmodells? War das das Thema Kundenakquise? Was hat euch daran primär interessiert?
Also ich weiß noch, weil ich da das Gespräch mit Tim ganz am Anfang geführt habe. Und also ich habe den Kontakt zu Tim gesucht und wollte einfach nur fragen, wie es so läuft. Und dann kamen wir halt auf das Thema Live-Billing. Und was mich persönlich, da war ich, weiß ich noch, war ich im Auto und hat er mir das erzählt. Und habe ich auch ganz offen darüber gesprochen, wo ich gerne halt hin möchte und wo meine Gedanken auch gerade sind. Und dann hat er gesagt, ja Ricardo, ich kann dir das ja leicht erklären. Und dann haben wir einen Zoom-Call ausgemacht. Aber im Auto hat er zu mir gesagt, der Karl hat das schon mehrmals bewiesen, wie er Unternehmen aufgebaut hat. Und das möchte ich dir gerne zeigen. Und das war so der Moment, wo ich dachte, jo, du musst eigentlich jemanden folgen, der den Weg gegangen ist, den du gerne erreichen möchtest. Und das war so ziemlich so der eigentlich ausschlaggebende Punkt für mich persönlich, wo ich sage, das muss ich mir anhören, weil ich dich da bis dato auch noch nicht greifen konnte. Mhm. Und das habe ich mir dann, oder haben wir uns zusammen gemeinsam angehört und fand das sehr plausibel, was Tim uns einfach vorgestellt hat. Ja. Und wie kamt ihr eigentlich selber in die Selbstständigkeit? Also kanntet ihr euch schon und habt euch dann gemeinsam entschlossen, dass ihr unternehmerisch aktiv werdet, in die Selbstständigkeit geht? Oder hatte der eine oder andere von euch schon ein Geschäft? Wie war das bei euch? Also ich wusste das super früh. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mit 15 zu meinen Eltern gesagt, ja, ich werde mal selbstständig sein, ich werde mal ein Unternehmen haben im Bereich Werbung, ne, okay, damals. Mhm. Und warum auch immer. Ich glaube, ein Geschäftspartner von meinem Vater hat sowas Ähnliches gemacht. Ich fand das ganz cool. Und Ricardo und ich, wir haben uns dann im Studium kennengelernt. Ne? Mhm. Wir haben in Köln im Mediapark studiert, waren nicht im selben Studiengang, aber ja, oder doch im selben Studiengang, aber haben nicht die gleiche Richtung gewählt in dem Bereich. Mhm. Und haben uns aber dort kennengelernt und saßen dann irgendwann mal nachts im Auto, haben gesagt, wie können wir unsere Zeit sinnvoll nutzen, wie können wir Erfahrung sammeln, wie können wir Geld verdienen, auch ganz klar. Und da sind wir darauf gekommen, dass wir uns gerne selbstständig machen möchten. Aber so komplett einfach wirklich keine Ahnung zu haben. Ja, also einfach mal Kundenerfahrung sammeln und einfach starten, irgendwas machen. Das war so blauäugig und ohne Plan und ohne Sinn eigentlich. Ja. Und ihr habt dann aber von vornherein zumindest mal festgelegt, in welche Branche ihr gehen wollt oder was ihr machen wollt, also das Thema Werbung, Marketing, Werbefilme. Und wie kam es dann zum allerersten Kunden bei euch? Wir haben uns das ganze Thema, also das Thema haben wir uns, Video haben wir uns ausgesucht, weil wir im Studium einfach Video hatten. Es hat uns begeistert, es hat wirklich Spaß gemacht und haben gesagt, das ist gut angekommen und das sollten wir auch mal weiter verfolgen. Das heißt, der allererste Film ist sehr gut angekommen, sodass wir gesagt haben, wenn das schon den Leuten jetzt schon gefällt, wie könnte es sein, wenn wir noch mehr Zeit und Energie reinstecken, wie cool wäre das? So, dann haben wir das einfach angefangen und den ersten Kunden haben wir im Grunde genommen gewonnen über Beziehungen. Ja, also mein Vater kannte jemanden, der in der Gesundheitsbranche mehrere Unternehmen hatte und dann, er brauchte einen Imagefilm. Dann haben wir allererstes Mal einen Imagefilm gedreht, wussten nicht, wie man eine Kamera bedient, wussten nicht, wie man ein Storyboard aufbaut, wussten gar nichts, sie wussten wirklich nichts. Und dann haben wir mit dem Geld, was der Kunde uns gegeben hat, Leute damit beauftragt, uns gemeinsam mit uns dieses Video zu drehen. Das ganze Geld ging irgendwie drauf, aber wir hatten dann einen richtig hammermäßigen Film und wir waren immer noch im Studium. Und das hat dann begonnen, wo wir gesagt haben, das ist ein Referenzfilm, wie könnten wir jetzt daraus noch ein bisschen mehr machen? Also. Wie war so für dich dieses Gefühl, als der erste Kunde bezahlt und dann auch mit der Dienstleistung zufrieden ist? Ja, das war ein mega gutes Gefühl. Ne? Also an sich ist immer, wenn jemandem das gefällt, was du machst und darüber begeistert ist. Wir hatten dann auch irgendwann ein paar Kunden danach, wo einer gesagt hat, ja, als ich den Film geguckt habe, da hatte ich wirklich Pipi in den Augen, ne? Weil das so sein Unternehmen war, was er aufgebaut hat. Und wir haben das dann filmen dürfen, zusammenfassen dürfen im Prinzip. Und ja, das war so sein Feedback. Und das ist natürlich ein mega gutes Gefühl, ne? Das ist richtig cool. Habt ihr auch das Gefühl, dass jetzt noch deutlich mehr Unternehmen auf das Thema Werbung, Marketing, Filme und so weiter aufmerksam werden? Und dass jetzt auch die Nachfrage nach sowas deutlich gestiegen ist. Mhm. Klar, auf jeden Fall. Also sag du, wenn du. Ja, also wir haben uns ja grundsätzlich auch ein bisschen spitzer positioniert in dem Bereich, weil es damals, ich sag mal, eine Herausforderung gewesen ist, immer so den Schmerz des Kunden zu treffen auch. Ne? Weil Werbefilme, da kann man echt viel mit abdecken, sag ich jetzt mal. Mhm. Es gibt viele Probleme, die man irgendwo lösen kann, aber alle funktionieren ein bisschen anders. Und durch unsere Positionierung haben wir jetzt wirklich uns eine
ganz kleine Zielgruppe ausgesucht eigentlich, der wir dann helfen können. Und da ist die Nachfrage wirklich extrem gestiegen, weil ich sag mal, auch durch die Situation mit Corona und so weiter wird eh alles viel digitaler werden. Man hat nicht mehr so die Möglichkeit, auch zwingend jetzt bei uns in unserer Branche Bewerbungsgespräche 1:1 zu führen, vor allem in der Pflege. Und da wird das Thema immer wichtiger. Ne? Als dann ihr die Arbeit mit unserem Team und mit dem Tim begonnen habt, wie waren denn so die ersten Schritte, Ricardo? Mit Live-Building waren die ersten Schritte insofern, dass wir erstmal eine Analyse gemacht haben. Ja. Und das macht total Sinn, weil du musst erstmal wissen, wo das Unternehmen steht, was es macht, wo es Probleme hat und wo Potenziale entstehen oder sind. Und das fanden wir, damit haben wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben, die Sachen so ausführlich wie möglich zu beantworten. Dann haben wir eine Business-Analyse gemacht mit unserem Unternehmen, um auch selber zu reflektieren, was machen wir eigentlich? An welchen Stellschrauben müssten wir drehen, damit es zumindest zum ersten Schritt dahin geht, wo wir hinwollen? Und das ist wirklich sehr spannend gewesen, dass wir wirklich uns gedacht haben, wie viel Zeit und wie viel Energie stecken wir in einem Feld rein, was vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie vielleicht bei dem anderen Feld. Und also die Analyse war der allererste Schritt, den wir getan haben und auch der sinnvollste Schritt. Und daraufhin hat Tim mit uns gemeinsam gesagt, jo, ich habe jetzt das, haben wir einen Call ausgemacht und dann haben wir gesagt, was machen wir als nächstes? Und als nächstes war dann, macht mal das, also macht erstmal diesen einen Schritt, führt den aus und dann gucken wir den nächsten Step. Und dieser eine Schritt hat dann wirklich zu mehr Umsatz gebracht. Und was war dann dieser erste Schritt? Also war es erstmal, dass man sagt, okay, man definiert sein Produkt oder eine Dienstleistung genauer oder man wechselt eine Zielgruppe oder man macht einfach mehr Marketing. Was war dann dieser erste Schritt? Naja, im Grunde genommen wusste Tim ja schon aufgrund der Business-Analyse und Vorgesprächen, wo wir stehen, was wir machen. Und er hat schon gesagt, Leute, ihr seid schon positioniert in der Pflege, ihr seid positioniert mit euren Videos. Und ihr macht das, was ihr macht, schon gut. Nur wir müssen an der Marketingstellschraube was verändern. Ihr braucht mehr Leads, ihr braucht mehr Kunden, die ihr abschließen könnt und daraus weitere Case Studies zu erstellen, um noch mehr Werbung zu machen und noch mehr Leads zu bekommen. Also im Grunde genommen waren wir positioniert. Wir mussten jetzt einfach nur noch die Frequenz erhöhen, dass wir mehr Kunden bekommen. Und deswegen haben wir die Marketingstellschraube betätigt. Kannst du vielleicht ganz genau erklären, was ihr für eure Kunden macht? Mhm, genau, also wir betreuen Pflegedienste im Bereich Mitarbeitergewinnung. Wir produzieren für die Pflegedienste individuelle Videos und streuen diese dann über Social Media. Leiten die Bewerber dann auf eine Landingpage um, sodass sie sich sofort bei dem Unternehmen bewerben können. Die sind auch insofern echt qualifiziert, die Leads weil die Bewerber sich schon mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben über die Videos, die wir dann vorher produziert haben. Wir machen Mitarbeiterstimmen, Mitarbeiterinterviews, die wir dann auch mitstreuen. Und das funktioniert echt gut. Das heißt also, ihr geht nicht nur her und macht einen Werbefilm, wo das Unternehmen neue Mitarbeiter generieren soll, sondern ihr tut auch den gesamten Bewerbungsprozess dann auch digitalisieren. Das heißt also, ich als Pflegekraft oder ich als vielleicht jemand, der eine Pflegekraft werden möchte, sehe dann diesen Werbefilm, klicke dann da drauf und komme dann gleich in einen Anführungszeichen Funnel rein, wo ich dann bis zum digitalen Bewerbungsgespräch komme. Ist es so? Richtig. Also es ist tatsächlich so auch, dass wir natürlich die Arbeitgebermarke oder die Employer Branding Geschichte damit auch langfristig positiv stärken. Einfach aus dem Grund, weil die Mitarbeiter stimmen ja immer etwas, ich sag mal so, wir machen ein Hauptvideo und damit stellen wir Behauptungen auf, wir sind so und so und so. Ja gut, das kann jeder behaupten, aber mit den Mitarbeiterstimmen, durch den authentischen Einblick der Mitarbeiter im Unternehmen, bekräftigen wir nochmal das, was jemand im Hauptvideo erzählt hat. Und das funktioniert so gut, dass wir tatsächlich in dieses digitale System, trichterartigen Funnel, so viele Bewerbungen reinbekommen, womit die Pflegedienste gar nicht rechnen mit der Anzahl. Und das finden wir natürlich dann sehr spannend. Und es ist ja auch so, wenn Leute an das Thema oder an das Wort Marketing denken, dann glauben sie Kundenakquise. Aber es gibt natürlich auch viele Branchen, die haben eigentlich schon genügend Kunden, beziehungsweise auch Pflegedienste. Ich meine, demografisch, wir werden immer älter, es gibt immer mehr Krankheiten. Das heißt also, die Gesundheitsbranche, die muss gar nicht unbedingt mehr Marketing machen, um mehr Kunden zu bekommen, weil die haben schon in vielen Fällen genügend Kunden oder sind sogar ausgebucht. Und da gibt es einige Branchen, die sind schon Monate im Voraus ausgebucht, die brauchen kein Marketing. Aber was brauchen dann Unternehmen,
wenn sie ausgebucht sind, wenn sie ausgelastet sind, dann brauchen sie im Regelfall mehr Mitarbeiter. Und es gibt viele Branchen, wo natürlich auch sich ein potenzieller Mitarbeiter fragt, jetzt habe ich ja vielleicht hier 10 Arbeitgeber. Und dann will sich natürlich auch der Arbeitgeber irgendwo unterscheiden, dann kommt auch da Employer Branding ins Spiel. Wenn sich dann ein Unternehmen nämlich so darstellt, dass sie vielleicht bessere Arbeitsbedingungen haben, dass sie ihre Kunden besser versorgen, dass sie vielleicht auch noch irgendwelche anderen sozialen Zwecke haben oder irgendeine Art Vision und so weiter haben. Und kannst du mir mal sagen, wie wichtig oder vor allem auch wie groß dieses Problem für Unternehmen ist, jetzt in eurem Fall für Pflegedienste, wie schwer die sich tun, Mitarbeiter zu bekommen und wie sehr es ihnen hilft, wenn ihr ihnen dabei hilft? Ja, also du kannst ja dann ergänzen. Also im Grunde genommen ist es so, dass immer wieder kommt ja der Markt ist leergefegt. Im Grunde genommen, es gibt keine Pflegefachkräfte auf dem Markt. Woher wollen sie die herbekommen? Und es ist natürlich wichtig zu verstehen, dass wir keine neuen zaubern würden. Im Grunde genommen ist es aber so, dass wir Menschen, die in einem Pflegedienst arbeiten, die Pflegefachkräfte, die irgendwo anders arbeiten, unzufrieden sind aus irgendwelchen bestimmten Gründen, weil der Chef vielleicht blöd ist oder die Nase passt nicht, die werden gemobbt, das Team passt nicht. Es gibt viele verschiedene Faktoren, warum jemand im Unternehmen unglücklich sein kann. Ja. Und genau diese Menschen wünschen sich einfach auch einen neuen Weg oder einen neuen Arbeitgeber, trauen sich noch nicht, haben auch emotionale Bindungen zu den Kunden. Also es ist auch die schwierige Situation, sich nicht einfach irgendwo anders zu bewerben. Es sind viele Gefühle mit dabei, Emotionen, die muss man halt im Recruiting-Prozess auch ansprechen. Also ein Berufswechsel kann einfach rational gerechtfertigt werden. Es ist immer eine emotionale Entscheidung, die man trifft, und deswegen muss jeder Pflegedienst verstehen, dass im Recruiting-Prozess auch Emotionen erweckt werden müssen und nicht einfach eine Page, wo ganz viel Text draufsteht und sagt, bewirb dich bei uns. Wie soll der Bewerber sich dann entscheiden, ob ich lieber dahin gehe oder dahin gehe? Da kommt nichts rüber. Und das größte Problem ist, der Markt ist leergefegt, wo wollen sie die herbekommen? Und die sind teilweise so verzweifelt, die Pflegedienste, dass sie Zeitarbeitsfirmen mit reinbringen, die in eine Lage, in eine Situation hineinbringen, wo sie ins Minus gehen, einfach nur, um den Kunden nicht abstoßen zu können oder zu wollen. Ja, 10 Euro pro Stunde im Minus zum Beispiel oder 12.000 Euro für eine Pflegefachkraft von einer Zeitarbeitsfirma. Und da sagt der Inhaber zu mir, Herr Mote, wissen Sie, mit dieser 12.000 Euro Kraft, die ich jetzt reingeholt habe, habe ich meine 3 Monate Gewinn, habe ich verhauen. Ist weg. Und also da sieht man, wie verzweifelt die Leute sind und da einfach eine Lösung finden. Und natürlich sind die sehr skeptisch und da ruft der Hundertste an. Und im Grunde genommen kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber es gibt eine Lösung und das ist die Lösung, die wir haben. Die funktioniert auch. Und wenn ich jetzt was vergessen habe, ergänze ich, aber das ist so, was ich auch unter anderem wahrnehme. Es gibt noch viele, viele andere Sachen, die ich noch sagen würde und könnte, aber das ist so ziemlich das Wichtigste. Mhm. Genau, also es ist teilweise bei denen wirklich so, dass die, wenn es hochkommt, mal 1-2 Bewerbungen im Monat bekommen. Ne? Ja, und, wenn nicht sogar 0. Ja, oder 0. Also es gibt natürlich unterschiedliche Situationen, aber das ist schon so gängig. Ne? Genau. Und da sieht man auch mal, das sind Probleme, die man oft gar nicht auf dem Schirm hat. Deswegen, bevor man jetzt auch selbstständig wird, bevor man auch ein Unternehmen gründet, man sollte sich einfach mal mit verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Märkten auseinandersetzen, sich damit befassen. Und wenn man von einer Branche mal 5 oder mal 10 Chefs fragt oder Personalabteilungen fragt und mal wirklich fragt, was sind denn eure Probleme, dann kommt man einfach drauf, was die für Probleme haben und auch vor allem, wie schwerwiegend diese Probleme sind. Und deswegen sind sie dann natürlich auch dementsprechend bereit, für so eine Dienstleistung auch wirklich zu bezahlen. Und was ist denn jetzt in den nächsten Monaten oder auch jetzt in den nächsten Jahren eure Zielsetzung? Also wie groß wollt ihr selber werden als Unternehmen? Wo habt jetzt ihr die primären KPIs für euch? Genau. Also für uns war es erstmal schon mal toll zu sehen, dass die Strategien, die wir hier bei euch quasi mit an die Hand bekommen haben, dass die funktionieren, dass wir dadurch unseren Umsatz echt sehr stark steigern konnten. Und das Ziel ist natürlich, das Ganze jetzt aufzudrehen, ne? Zu schauen, wie viel können wir machen und auch nochmal verschiedene Vertriebskanäle auszutesten in dem Bereich und verschiedene Standorte zu erschließen, ist dann natürlich auch ein Thema, ne? Dass wir ja nicht nur hier, sage ich mal, im Umkreis NRW tätig sind, sondern auch in ganz Deutschland.
Genau, das sind so die, was hast du zu ergänzen? Genau, ich sehe das auch ganz persönlich so, aufgrund der demografischen Wandel, wie es halt so ist, es werden immer mehr Menschen älter in Deutschland, es werden immer mehr Leute krank. Und wenn man sich das mal auf sich zurückbezieht, es sind immer Großeltern, die man selber hat oder Oma und Opa oder von deinen Familienangehörigen, die gepflegt werden müssen teilweise. Und es ist einfach traurig, wenn ein Inhaber mir erzählt, ich musste eine weinende Mutter ablehnen, weil jemand das Kind oder den Großeltern versorgen will, aber es geht nicht, die können keine Kunden mehr aufnehmen. Und dann ist es mir, weil es Personalmangel gibt. Ja. Und das ist emotional, trifft das einen natürlich etwas schon. Und da denke ich mir, wir müssen, wir haben die Pflicht, wir haben die Verantwortung, so groß zu werden, dass wir immer mehr Pflegediensten, immer mehr Pflegeeinrichtungen helfen können, damit sie mehr Personal bekommen. Selbst wenn es aus dem Ausland ist, wer weiß, wo unser Weg sich noch hinführt, damit wir den Leuten in irgendeiner Form helfen können. Und das Ziel ist es und ist die Verpflichtung oder das Commitment von uns ist, wir müssen diesen Leuten helfen. Und es wird so sein, dass wir nicht alle bekommen, aber es wird so sein, dass wir viele bekommen werden, die das einsehen und dass sie auch verstehen, dass es da Hilfe bedarf. Und deshalb wird es so sein, dass wir so groß werden müssen, dass wir vielen anderen Pflegediensten helfen können, um dem Patienten auch am Ende des Tages helfen zu können. Jetzt auch mal vielleicht noch eine andere Frage, und zwar, wir haben auch schon sehr viele Handwerksbetriebe beraten, die haben es auch sehr schwer, Personal zu finden allgemein. Und wir haben jetzt in Deutschland, wir haben zwar relativ wenig Arbeitslosigkeit, aber trotzdem haben wir ja zwischen irgendwo 3-5%, 6-7%, je nach Bundesland Arbeitslosigkeit. Das heißt also, es gibt in Deutschland wirklich mehrere hunderttausend Arbeitslose. Und dann ist für mich so die Frage, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass einfach allgemein jüngere Menschen in Deutschland einfach keine handwerklichen Jobs oder Pflegejobs und Ähnliches machen wollen? Und glaubt ihr, dass es da in Zukunft dann nur noch diesen Weg geben wird, dass man von bestehenden Firmen, in Anführungszeichen, Leute, die da unglücklich sind, abwirbt oder nur noch Leute aus dem Ausland holt, die von Zeitarbeitsfirmen dann gemanagt werden? Oder glaubt ihr, dass es auch wieder vielleicht diese Zeit jetzt geben wird, auch gerade wenn man in eine wirtschaftliche Krise reinkommt und es auch nicht so viele Jobs mehr gibt, dass dann Leute vielleicht wieder sagen müssen, okay, dann werde ich vielleicht wieder Zimmermann oder ich werde vielleicht wieder eine Pflegekraft oder ich werde vielleicht wieder so und so. Oder jemand, der vielleicht sogar schon in dieser Branche irgendwo oder in einer ähnlichen Branche tätig war. Zum Beispiel jemand, der jetzt in der Flugzeug oder nicht in der Flugzeugbranche, sondern eben in der Airlines-Branche war, eine Stewardess, ist ja auch irgendwo eine Servicekraft. Vielleicht kann man dann solche Leute targetieren und dann vielleicht rüberholen, eventuell zu sagen, hey, die nächsten Jahre wird es einfach dann 20%, 30%, 40%, 50% weniger Bedarf für Stewardessen geben. Vielleicht holt man euch rüber oder Leute aus der Hotellerie. Ich meine, das sind ja auch, ist jetzt nicht das Gleiche, aber vielleicht was Ähnliches geht in die Richtung. Also wie seht ihr allgemein diesen Markt, diese Situation und dann vielleicht ganz am Schluss, müsste eigentlich in Deutschland überhaupt Arbeitslosigkeit geben? Das wird dann ganz, ganz am Schluss, ja. Der Beruf Pflegefachkraft, das sind ganz bestimmte Menschen die wollen einfach anderen Leuten helfen. Helfersyndrom. Und ich glaube, jeder hat das so in sich drin, bis zu einem bestimmten Prozentsatz. Aber das sind ganz spezielle Leute. Und wir sind fest davon überzeugt, dass es so sein muss, dass man diesen Beruf attraktiver machen muss. Egal, ob es der Handwerk oder die Pflegekraft sein wird. Es muss für junge Menschen ein attraktiver Beruf sein, egal, ob es monetär ist, ob das jetzt sozialtechnisch eine Anerkennung höher sein wird. Aber der Beruf muss auf politischer Ebene anders, sage ich mal, geregelt werden, dass der Beruf attraktiver wird. Mhm. Und wenn wir visionstechnisch dabei helfen können, diesen Beruf in irgendeiner Form attraktiver zu machen, dass es einfach mehr Spaß macht, auch sozusagen, ich würde gerne Pflegefachkraft werden, aus den und den Gründen. Das wäre schon für uns auch ein richtig geiler Schritt, wenn wir dazu beitragen können, dass dieser Beruf, egal ob Handwerk oder Pflegefachkraft, für junge Menschen einfach einen Anreiz haben wird, da möchte ich gerne hin und weil ich dahinter auch einen Sinn sehe. Wenn es jetzt in diesem Bereich schon Pflegekräftemangel gibt, dann wäre doch eigentlich der logische Schritt, dass vielleicht auch sogar Pflegedienste sagen, wir bezahlen den Leuten mehr,
dann müssen sie vielleicht halt auch bei ihren Kunden mehr verlangen. Aber seht ihr vielleicht dann, dass in so einem Markt auch eventuell jetzt in der Zukunft höhere Löhne bezahlt werden? Ja, ich denke, das ist eine Sache auch von den Krankenkassen, ne, weil die bestimmte Sätze natürlich zahlen, je nach Behandlungsform. Mhm. Ne, also wenn jetzt zum Beispiel eine Ganzkörperwaschung gemacht wird, dann wird dafür auch ein bestimmtes Budget halt eingeplant. Zeit eingeplant. Ja, und die Zeit super knapp eingeplant. Ne? Ich glaube, die haben für so eine Ganzkörperwaschung, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall zu wenig Zeit, ne, unserer Meinung. Mhm. Was wir ja schon machen, ist, dass wir den Pflegediensten, die auch bereit sind, Leute auszubilden, zu fördern und so weiter, dass wir natürlich auch da mit den Videos und Instagram-Werbung zum Beispiel, die da stark unterstützen, dass sich mehr Leute für die Pflege entscheiden. Wir haben auch schon viele Pflegekräfte kennengelernt, die umgeschult worden sind, ne, weil sie einfach gesagt haben, nee, in meinem Friseurjob oder so hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich wollte was Sinnvolles machen. Ich wollte irgendwas machen, wo ich am Ende des Tages nach Hause gehe und sage, ich habe jemandem geholfen. Ne? Ich konnte jemandem helfen, dabei länger selbstständig zu Hause zu bleiben. Und ich finde, es ist ein cooler Beruf. Ne? Bei uns ist es heutzutage so, jeder möchte irgendwo studieren gehen. Ne? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur ich denke auch, dass der Pflegeberuf teilweise etwas unterschätzt ist. Ne? Also dass gerade so dieses, dass man wirklich Menschen helfen kann, irgendwas, ja, mobiler zu werden, wieder länger zu Hause bleiben zu können, dass das schon auch eine schöne Sache ist. Ne? Und es gibt durchaus auch Pflegedienste, die super flexibel sind, die zum Beispiel Rentner einstellen, die Mutti-Touren planen, ne? Dass die auch viele alleinerziehende Mütter sind zum Beispiel in der Pflege. Ich denke, dass es einmal den Pflegekräften einfacher gemacht werden muss, dort zu arbeiten, dass die Dienste sich ein bisschen, dass sie flexibler werden müssen. Und wir haben auch schon viele Dienste kennengelernt, die gesagt haben, ja, von unserem Gewinn geben wir den Pflegekräften mehr Gehalt ab. Ne? Das fanden wir auch gut. Also da muss auf jeden Fall ein bisschen Umdenken stattfinden. Und gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren mehrere hundert neue Kunden, mehrere hundert neue Mitarbeiter und ihr deckt die Pflegebranche schon sehr gut ab. In welche Branche würdet ihr als nächstes reingehen? Also wenn ihr jetzt wirklich die Pflegebranche gut abgedeckt habt, wo würdet ihr als nächstes rein expandieren? In welche Branche? Handwerk. Ja, ich denke auch ins Handwerk. Ja. Handwerk, ja. Ja. Hier haben wir nicht sogar auch ein fast größeres Problem. Also es gibt so viele Handwerker, die einfach so viele Mitarbeiter suchen und keiner möchte einfach mehr irgendwie Handwerker werden. Das ist schade, aber da muss man auch was dran tun, dass der Beruf attraktiver wird. Aber ich weiß auch noch zum Beispiel bei mir, als ich jetzt in der Jugend war, und ich bin jetzt auch nicht der Älteste, ich bin jetzt 31, ich bin nicht der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Aber es war noch ganz normal, dass man nebenbei auf dem Bau gearbeitet hat. Das heißt also, ich habe als Dachdecker noch gearbeitet, ich habe Bäder gefliest, ich habe im Straßenbau gearbeitet, wirklich alles Mögliche. Und es war auch noch normal, dass wenn im Haus irgendwas ist oder mit dem Auto irgendwas ist, dass man mal noch einen Reifen wechseln kann, dass man mal noch, wenn irgendwo der Wasserhahn tropft oder so, dass man da auch noch mal selber Hand und auch Zange und alles anlegen kann. Das war auch irgendwo normal. Und bei mir haben auch noch tatsächlich mindestens 50% meiner Mitschüler gesagt, sie machen ganz normal Realschule oder Hauptschule und dann eine Ausbildung. Was ich auch sehr interessant finde, also ich kenne jetzt mehr Unternehmer oder jetzt mehr Leute, die sich ein Unternehmen aufgebaut haben nach einer Ausbildung. Ich kenne mehr Leute, die es wirklich auch geschafft haben, finanziell erfolgreich zu werden mit einer Ausbildung und dann mit einem eigenen Betrieb, wie Leute, die jetzt alle nur ein Studium gerannt sind und dann der Hundertste mit dem BWL-Studium sind oder der Tausendste oder der Zehntausendste. Also auch nochmal das vielleicht für alle Zuschauer. Ich habe mehr Kollegen oder ich kenne mehr Leute, die es schaffen, ihre erste Million zu verdienen mit einem Malerbetrieb mit 30 Mitarbeitern, wie Leute, die es vielleicht schaffen, bei Porsche irgendwie in den Vorstand zu kommen. Also es ist mit Sicherheit jetzt gerade eine sehr interessante Zeit, nicht nur zu sagen, man macht
Mitarbeiter-Funnels und Employer-Branding und hilfst Unternehmen, Mitarbeiter zu gewinnen mit digitaler Werbung, mit Videos, mit digitalen Funneln, sondern auch in klassischer Handwerksbetrieb, wenn man dann den auch noch sogar zeitgemäß aufzieht, kann wirklich Spaß machen und auch eine Goldgrube sein und wird extrem nachgefragt sein. So, gibt es jetzt noch was ihr sagen wollt von eurer Seite? Wir werden sowieso alle eure Kontaktdaten die ganze Zeit einblenden und nach unten verlinken für Unternehmen, die sagen, wir brauchen einfach im Bereich Employer Branding Unterstützung, wir brauchen Mitarbeiter-Funnel, wir wollen das Ganze bei uns digitalisieren. Normalerweise heißt es ja Ladies first, aber jetzt machen wir mal Ladies last. Also wir geben dir jetzt noch das Abschlusswort, Lisa. Okay, alles klar. Ja, also wenn ihr einen Pflegedienst habt, eine Pflegeeinrichtung habt und derzeit Probleme habt, an neue Mitarbeiter zu kommen, gerne bekannter werden möchtet als Pflegedienst, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, ne? Weil wir schaffen definitiv schnellere Stellenbesetzung. Wir machen euch bekannt in eurer Region als positiver Arbeitgeber und liefern euch die Mitarbeiter, die ihr dann braucht. Wunderbar, also dann viel Erfolg an eure Kunden und natürlich auch an euch. Und ich hoffe, wir sehen uns in ein paar Monaten wieder mit neuen Updates. Mhm. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.